Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video werde ich dir zeigen, wie du mit Concept Board Ideen, Konzepte und Unterrichtsinhalte visualisieren und mit anderen zusammenarbeiten kannst. Concept Board läuft im Browser unter conceptboard.com. Es ist ein virtuelles Whiteboard, also sowas wie ein Whiteboard, was man an die Wand hängt, auf dem man Objekte platzieren und drauf schreiben kann, nur dass es eben in einer Browserumgebung läuft. In meinem Test hat es am besten mit den Browser Chrome funktioniert. Auf meinem Mac geht es auch mit Safari, allerdings scheint es da ein kleines bisschen behäbiger zu sein. In anderen Umgebungen könnte das anders sein, aber mit Chrome scheint es auf jeden Fall hervorragend zu funktionieren. Fangen wir an. Ich habe mich nun also für Concept Board registriert auf conceptboard.com. Dann lande ich auf diesem Screen, wo mir ein erstes Einführungsvideo angeboten wird. Gleichzeitig sehe ich hier im Hintergrund den Hinweis, dass ich meine E-Mail-Adresse noch bestätigen muss. Das heißt, ich habe eine E-Mail gekriegt mit einem Aktivierungslink. Den habe ich dann geklickt und bin hier gelandet. Und dann kann ich hier auf Weiter klicken und komme hier in meine Startansicht. Das ist so eine Art Zeitleiste, in der ich einfach alle Aktivitäten sehe, die in meinem Account vor sich gehen. Das ist dann nützlich, wenn man mit mehreren Personen zusammenarbeitet, weil dann unter Umständen ja Aktivitäten laufen, ohne dass man sie selber getan hat. In meinem Fall gibt es jetzt hier noch nicht viel, außer dass hier auch nochmal der Hinweis auf das Startvideo drauf ist. Ich wechsle mal hier rüber zu Boards. Da sehe ich dann irgendwann alle Boards, die ich angelegt habe und kann auch neue erstellen. Außerdem gibt es hier ein Archiv. Das Archiv enthält alle Boards, die ich archiviert habe. Ich kann alte Boards nicht löschen, sondern sie nur archivieren. Das heißt, sie bleiben nach wie vor vorhanden. Das ist ganz nützlich, weil unter Umständen möchte ich ja später dann doch nochmal dran. Es ist also sozusagen eine Art dauerhafter Papierkorb. Ich klicke nun auf Neues Board, um ein neues zu bekommen. Und das geht hier oben in einem neuen Browser-Tab auf. Und dann bekomme ich hier die Startansicht. In dieser Ansicht sehe ich zunächst mal links die Möglichkeiten, wie ich Inhalte hinzufügen kann, also durch den Upload von Dateien. Ich kann Abschnitte erstellen, zu denen kommen wir später. Es gibt hier Bausteine und Templates, Icons kann ich hinzufügen und ich kann auch Videos einbetten oder auch eine Screenshot-Erweiterung installieren. In meinem Fall ist jetzt das Wichtigste wahrscheinlich mal, dass ich Dateien hochladen möchte, um daran zu arbeiten. Das tue ich, indem ich hier einfach auf Dateien hochladen gehe und dann einen Auswahldialog bekomme, in dem ich eine Datei auswählen kann. Ich nehme jetzt hier zum Beispiel mal ein Foto von einem Gletscher. Das wird dann hochgeladen und hier auf meinem Board platziert. Ich kann es verschieben. Es rastet an diesen Fanglinien ein, sodass ich Dinge auch schön anordnen kann. Und nun sehe ich hier, wenn ich das Objekt anklicke, eine kleine Symbolleiste. Da gibt es verschiedene Dinge drin. Unter anderem kann ich auswählen, wie die Bildqualität sein soll. Die kann ich in der Regel stehen lassen. Ich kann das Bild zuschneiden. Es gibt hier unter den drei Punkten noch weitere Werkzeuge, zu denen kommen wir später. Und es gibt hier diese Pinnadel. Die ist insofern interessant, weil ich damit ein Objekt an seiner Stelle fixieren kann, sodass ich es nicht mehr aus Versehen verschieben kann. Ich habe jetzt das also angepinnt und wenn ich das Objekt jetzt anklicke, passiert erstmal nichts. Ich muss es doppelt klicken, um wieder diese Symbolleiste zu bekommen und erst wenn ich auf Lösen klicke, kann ich das Objekt wieder verschieben. Diese Pinnadel ist also dann interessant, wenn ich Objekte zunächst mal vorbereiten möchte und dann aber möchte, dass sie sich nicht mehr verschieben lassen, zumindest nicht ohne weiteres. Dann kann ich sie also einmal anklicken, anpinnen und dann sind sie sozusagen fixiert, bis ich sie durch einen Doppelklick und das Lösen wieder beweglich mache. Nun schauen wir uns mal hier oben die Symbolleiste an, was da alles für Werkzeuge sind. Ich habe eine Hand, mit der kann ich das Board verschieben. Einen Auswahlpfeil, mit der kann ich die Objekte auf dem Board auswählen. Das geht entweder durch Anklicken oder auch durch Aufziehen eines Rahmens. Beim Rahmenziehen ist es interessant, dass es nur dann Objekte auswählt, wenn der Rahmen komplett um das Objekt herum geht. Wenn der also nur einen Teil des Objekts umfasst, wird das Objekt nicht ausgewählt. Das ist nachher interessant,
Wenn ich mehrere Objekte habe und nur teilweise welche auswählen möchte, dann ist diese Rahmenfunktion ganz praktisch. Es gibt einen Radiergummi, der funktioniert so, dass ich eine Sache anklicke und dann verschwindet sie. Das möchte ich jetzt in diesem Fall nicht. Dann können wir schon die Funktion rückgängig hier einmal ausprobieren. Dann ist das Objekt wieder da. Ich habe einen Stift mit verschiedenen Farben, mit einer bestimmten Dicke und Grundfarben, die ich auswählen kann. Damit kann ich also einfach Freihandlinien zeichnen. Es gibt einen Markierstift, der funktioniert genauso, nur dass er eben dickere und halb durchsichtige Linien zeichnet. Es gibt Linienwerkzeuge, die mit einem Start- und Endpunkt arbeiten, also indem ich klicke, halte und dann ziehe und jetzt eine Linie habe, die sich nachträglich noch verschieben lässt. Auch hier habe ich wieder zusätzliche Optionen. Ich kann bestimmen, dass diese Linie gebogen sein soll oder eckig, und dann kann ich die Knickpunkte und so weiter festlegen. Ich kann festlegen, dass es ein Doppelpfeil sein soll, ob sie halb transparent sein soll oder nicht transparent, die Linienart, die Linienstärke. Solche Zusatzoptionen gibt es für fast jedes Objekt. Auch hier bei der Freihandlinie kann ich diese Dinge auswählen. Auch hier beim Markierstift. Hier sehe ich, dass das auf halbtransparent steht. Ich kann den auch auf nicht transparent umändern. Wenn ich es dann hier drüber ziehe, sehe ich, dass es eben dann nicht durchsichtig, und so ist es halb durchsichtig. Gehen wir in den Werkzeugen weiter. Ich habe verschiedene Formen zur Verfügung, die ich anklicke, aufziehe. Diese Formen können auch Text enthalten, indem ich einfach drauf doppelklicke und dann reinschreibe. Hier kann ich auswählen, wie dieser Text gestaltet sein soll. Ich möchte ihn größer haben, vielleicht linksbündig. Die Textfarbe kann verändert werden, die Schriftart. Diese Optionen gibt es für verschiedene Objekte, je nachdem, ob es an dieser Stelle eben passend ist und oder nicht. Und unter den drei Punkten gibt es immer zusätzliche Optionen. Zum Beispiel kann ich bei Anordnen die Reihenfolge in der Tiefe verändern, also ob ein Objekt vor einem anderen sein soll oder dahinter. Ich kann hier ein Objekt duplizieren. Ich kann auch hier einen Objektlink abrufen. Das ist dann praktisch, wenn ich zum Beispiel jemanden auf etwas hinweisen möchte und genau auf dieses Objekt, dann kann ich dieser Person diesen Link geben, dann landet er genau an dieser Stelle. Und ich kann hier dieses Objekt als Bild exportieren und weiteres mehr. Schließlich kann ich es hier natürlich einfach löschen, wobei ich das auf einem Computer mit Tastatur auch einfach durch die Löschen-Taste machen kann. Einen Button habe ich jetzt hier ignoriert. Das ist der hier, der sagt als Abschnitt definieren. Abschnitte sind insofern ganz praktische Werkzeuge, weil ich damit mein Board gliedern kann. Ich finde die Abschnitte hier auf der linken Seite. Wenn ich aufklappe und jetzt sehe ich, dass hier noch keine Abschnitte definiert sind, wenn ich nun also mein Bild anklicke und sage, ich möchte es als Abschnitt definieren, dann gibt es hier drüben einen Eintrag. Der besteht jetzt erstmal aus dem Dateinamen dieses Bildes. Der sagt natürlich noch nicht viel. Ich kann hier aber einen Rechtsklick drauf machen und umbenennen und das Ganze dann sinnvoll benennen. Durch Enter kann ich das bestätigen. Und nun habe ich also hier Abschnitte, und diese Abschnitte helfen mir natürlich dann bei der Orientierung auf dem Board. Vor allem, wenn ich dann mehrere Objekte platziere, kann ich durch einen Klick auf den Abschnitt wieder dorthin gelangen. Nehmen wir mal an, ich bin jetzt hier also woanders hingescrollt und möchte wieder zurück zu einer bestimmten Seite oder zu einem bestimmten Abschnitt. Dann klicke ich da drauf und dann lande ich hier wieder. Das ist sehr praktisch, wenn man auf einem Board sehr viele Inhalte platziert hat, sodass man später den Überblick nicht verliert. Gehen wir weiter in den Werkzeugen. Es gibt ein Textwerkzeug, damit ziehe ich einen Rahmen auf und schreibe den Text. Wiederum dieselben Optionen hier oben. Es gibt Sticky Notes, also einfach Haftnotizen. Die kann ich auswählen, aufziehen, Text schreiben, diesen Text platzieren. Hier sieht man schon beim Platzieren von Objekten erkennt Concept Board auch andere Objekte und schlägt mir Ausrichtungen vor, also zum Beispiel hier das genau rechtsbündig zu machen und so weiter. Und schließlich gibt es noch das Kommentarwerkzeug. Damit kann ich einen Pfeil ziehen und danach einen Kommentar schreiben, der mit einem Namen verbunden ist. Darauf kann jemand anderer antworten.
Und so hat man dann eine Konversation. Ich kann so einen Kommentar auch zu einer Aufgabe machen. Dann erhält sie hier so einen Abhaklink. Und damit könnte ich dann eben auch Aufgaben definieren, die gemeinsam bearbeitet werden. Die Aufgaben sind in einer Übersicht auch hier drüben in der linken Spalte zu sehen. So kann also dieses Concept Board auch so ein richtiges Projektmanagement-Tool werden. Nun, da wir mehrere Objekte hier haben, kann ich das Markieren mit dem Rahmen nochmal zeigen. Wenn ich nun also hier drüber fahre, dann wird der Markierstift und das Bild markiert, denn das waren die beiden einzigen Objekte, die nun vollständig innerhalb meines Rahmens sind. Die anderen Objekte, wie zum Beispiel dieser Pfeil oder dieser Pfeil, werden nicht markiert, weil sie eben nicht vollständig umschlossen sind. Angenommen, ich möchte diese jetzt löschen, kann ich das tun. Das also, diese Markierfunktion mit dem Rahmen ist also insofern praktisch, weil ich auch in einer echt ungeordneten Umgebung relativ gezielt mehrere Objekte auswählen kann, indem ich sie komplett umschließe und die anderen, die nur gestreift werden von meinem Rahmen, werden so nicht ausgewählt. Es gibt noch einige Elemente mehr hier in dieser Benutzeroberfläche. Das eine ist hier oben der Name. Bis jetzt heißt es noch unbenanntes Board. Wenn ich draufklicke, kann ich es benennen. Das sollte ich natürlich tun, denn dieser Name wird nachher auch fürs Teilen verwendet. Es gibt hier links unten die sogenannte Minimap. Da kann ich also rein- und rauszoomen und insgesamt einfach auch sehen, wo ich mich befinde. Da gibt es so ein kleines Symbol für ein Gerät. Da gibt es verschiedene Gerätemodi. Ich kann hier jetzt sagen, ich möchte Trackpad und Tastatur verwenden. Dann funktioniert das Scrollen mit zwei Fingergesten zum Beispiel. Wenn ich eine Maus verwende, dann funktioniert das Scrollen mit dem Mausrad. Oder wenn ich auf einem Touchgerät bin, funktioniert das Scrollen wieder mit zwei Fingergesten. Und die Handschrift wird etwas anders verarbeitet, vor allem auf diesen Sticky Notes. Normalerweise erkennt Concept Board den Gerätemodus selbst. Sollte es sich irgendwie seltsam anfühlen, könnte man hier mal prüfen, ob der richtige Gerätemodus erkannt wurde. Ein weiteres nützliches Werkzeug, was hier links oben sich befindet, ist das Formatübertragen-Werkzeug. Damit kann ich also zum Beispiel das Format von einem Objekt auf ein anderes übertragen. Zum Beispiel möchte ich, dass diese Sticky Note genauso formatiert ist wie diese. Also klicke ich zunächst das Quellobjekt an, dann Format übertragen und dann das Zielobjekt und dann übernimmt das alle Formatierungen, in dem Fall Hintergrundfarbe, Ausrichtung der Schrift und so weiter. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, bei einem Board die Formatierung von mehreren Objekten zu beeinflussen. Wenn ich zum Beispiel diese Formatierung der Sticky Note gerne grundsätzlich so hätte, also mit diesem Grünton und dass der Text links oben angeordnet ist, dann kann ich im Sticky Note Werkzeug hier auf die drei Punkte und wähle also hier linksbündig, oben und diesen Grünton und dann sind alle meine Sticky Notes auf diesem Board erstmal in diesem Zustand. Das ist also praktisch, wenn ich einfach diese Formatierung lieber habe, als die voreingestellt ist. Was auch noch bei den Werkzeugen interessant und wichtig zu beachten ist, wenn ich mit der Maus über dieses Werkzeugsymbol fahre, bekomme ich jeweils in Klammern einen Buchstaben gezeigt. Dieser Buchstabe ist der Tastaturshortcut, mit dem ich dieses Werkzeug aufrufen kann. Ich kann also wenn ich mehrere Sticky Notes zum Beispiel platzieren möchte, tippe ich einfach mit der linken Hand ein N, kann dann eine Sticky Note platzieren, wieder ein N, ziehe wieder Sticky Note, wieder ein N und so weiter. Dann geht es ziemlich zügig. T für Text geht genauso schnell. Ich tippe also ein T, schreibe meinen Text. Tippe ein T, ziehe den Rahmen, schreibe meinen Text. So kann ich also sehr schnell zwischen meinen Formen hin und her wechseln. Hier der Mauszeiger zum Auswählen ist das V. Damit kann ich also auch schnell einfach zu diesem Werkzeug wechseln, um was auszuwählen und es dann zu verschieben zum Beispiel. Oder ich kann auch die Leertaste drücken und bekomme dann kurzzeitig die Hand, um dadurch die Ansicht etwas zu verschieben. Eine weitere Funktion, die vor allem zum Strukturieren nachher interessant ist, ist die Ausrichten-Funktion. Ich ziehe jetzt also hier einen Rahmen um diese drei Notizen und möchte jetzt gern, dass die oben gleichmäßig ausgerichtet sind. Gehe ich auf diese drei Punkte und dann habe ich hier die Möglichkeit zu sagen, oben ausrichten und dann nehme ich diese drei Punkte,
linksbündig. Und dann hätte ich noch gern, dass die Abstände zwischen diesen Notizen gleich sind. Dann gehe ich wieder auf Ausrichten und sage vertikal verteilen. Oder ich kann auch hier die alle auswählen und dann hier sagen Raster Layout. Und dann möchte ich hier zum Beispiel sagen 2 Spalten und 3 Zeilen. Und dann werden die Objekte so angeordnet. Das ist also dann nützlich, wenn nach zum Beispiel so einer Brainstorming-Session eine Menge Notizen da sind und ich die nicht alle von Hand verschieben möchte, damit es nachher ordentlich aussieht. Schließlich gibt es noch die Funktion, miteinander zu arbeiten, hier oben über Teilen. In meinem kostenlosen Account kann ich nicht mit anderen registrierten Benutzern teilen, sondern nur mit Gästen. Das reicht aber völlig, denn die Gäste brauchen lediglich einen Link und müssen dann einen Namen angeben, um auf diesem Board die wichtigsten Dinge tun zu können. Diesen Link erstelle ich eben, indem ich hier auf Teilen gehe und dann auf Link erstellen. Dann kann ich entscheiden, was für ein Bearbeitungslevel diese Gäste haben sollen. Im kostenlosen Plan ist Kommentator die höchste Ebene, die jemand haben kann. Das heißt, diese Person kann dann den Stift, den Markierstift, die Sticky Notes und Kommentare platzieren. Die anderen Werkzeuge sind nicht vorhanden. Noch ein Level drunter ist Betrachter, dann kann die Person also gar nichts machen, außer schauen. Ich nehme jetzt hier mal Kommentator. Dann könnte ich den Link kopieren oder einen QR-Code erzeugen. Oder ein Passwort kopieren, was jetzt hier festgelegt wurde. Wenn ich nicht möchte, dass das Board mit einem Passwort geschützt ist, schalte ich das Passwort aus. Jetzt würde ich also den Link kopieren. Der sitzt in meiner Zwischenablage. Klicke Fertig und nun gebe ich diesen Link weiter. Und dann können die Gäste auf das Board drauf. Das ist nun also der Link, den ich meinen Gästen gegeben habe, zum Beispiel meinen Schülerinnen und Schülern. Die klicken auf Gastzugang. Dann müssen Sie lediglich einen Vornamen angeben oder was auch immer ich eben mit Ihnen ausgemacht habe. Müssen einmal den Datenschutzbedingungen zustimmen und dann als Gast mitarbeiten. Und dann sehen Sie mein Board, so wie ich es bisher angelegt hatte, mit dieser reduzierten Anzahl von Werkzeugen, dem Stift, dem Markierstift, den Sticky Notes und den Kommentaren. Und nun können Sie also zum Beispiel hier Kommentare platzieren. Jetzt wechsle ich wieder zurück in meine Ansicht. Und sehe hier, dass dieser Kommentar platziert wurde. Und ich kann auch sehen, dass der Mauszeiger von Gustav jetzt hier ist. Das kann also dann sehr lebendig werden, wenn hier sehr viele Leute drauf arbeiten. Ich kann über Ansicht hier oben auch die Teilnehmer-Mauszeiger ausschalten, wenn mir das irgendwann zu viel wird. Angenommen, es arbeiten 10, 12 oder noch mehr Leute auf diesem Board gleichzeitig. Dann kann die Anzeige der Mauszeiger etwas unübersichtlich werden. Damit sind also nun die wichtigsten Funktionen von Concept Board erklärt. Ich hoffe, du hast das Video als nützlich empfunden und würde mich freuen, dich beim nächsten Mal wiederzusehen. Tschüss.